was ist so. Mit Ihnen, junge Dame? Was haben Herzlich Sie willkommen. Wir Vielleicht machen hier gerade ein Let's Play oder versuchen es zumindest von Borderlands. Hab keine Angst und lass dich nicht anmerken, dass jemand. Ja, so gesehen schon. Du hast keinen Grund mir zu vertrauen, aber du musst mir glauben. Ich bin hier, um dich zu Du hast keinen Grund mir zu vertrauen. Ich will dir helfen, die Kammer zu finden. Gleich wirst du von einem witzigen kleinen Roboter begrüßt. Ein witzigen kleinen Roboter. Nervig trifft es eher, würde ich sagen. Ja, also ich würde den eher als nervig als süß bezeichnen, diesen Claptrap. Tja, hier wären wir. Brauchst dich nicht groß zu verabschieden. Ich bin sicher, wir sehen uns bald wieder. Oh. Der hat bestimmt Mundgeruch. Ich möchte jetzt nicht gerne der sein, der vor dem steht. Und wiedersehen möchte ich ihn auch nicht unbedingt. Oder was meinst du, Draghi? Was nimmt? Ja, Ladesequenz. Ladebildschirm, immer schön zu sehen. Ich glaube nicht, Ladebildschirm. Welcome! Willkommen in Firestone! Will ich hier sein? Wie meinst du das? Allein ist willkommen, Schiff. Ich mach zum Fliehen. Ja, kannst du ein bisschen näher ans Mikrofon gehen? Entschuldigung. Ne, gewöhn dir das am besten an, dass wenn du was sagst, dass du deinen Blick zum Mikrofon richtest. Weil das ist ein Mikrofon, was nicht den Raum eigentlich aufnehmen soll, sondern eigentlich, dass man direkt davor ist. Deswegen auch der Popschutz. Wenn ich meine Fresse da vom Mikro habe, das interessiert doch keins. Das ist ein Let's Fail. Ja, es wäre nur gut, wenn man dich auch genauso gut hören könnte wie mich. Oh, Dame. Wo ist denn deine Schupfnudel? Antwort erhalten, ich bin hier drüben. Die Folge, das macht schon mal Spaß aus. Geld! Pass auf, machen wir das so. Dann müsste man dich jetzt auf jeden Fall besser hören. Ja, Farbe. Roland. Du hast jetzt den Soldaten genommen, ne? Also als. Ja. Mit dem komischen Namen Roland. Roland. Kann man auch lassen. Darf ich da auch rein? Nö. Nee, da kommst du nicht durch. Bist du zu fett für. Als wenn der Claptrap gewusst hätte, dass das so passiert. Wo schießt der denn hin? Ja, nett. Die sind nicht darauf programmiert, für ihre Zielübungen herzuhalten. Du kannst übrigens auch auf die Fässer schießen und dann explodieren die vor der Nase von. Da liegt Rifle-Munition.
Schade. Das wäre für mich total ungewohnt, mit den Pfeiltasten zu spielen, aber du bist ja Linkshänder, du musst das ja. Ey! Ich wollte den College-Schießlet-Fail machen, das ist okay. Also die Gegner sind so dumm, stumpfsinnig am Anfang. Da kannst du selbst blind reinlaufen und die treffen einen eh nicht. Denk dran, wenn du E gedrückt hältst, kannst du mehrere Munition gleichzeitig aufnehmen. Das ist praktischer dann. Checkpoint. Dieser Claptrap ist echt ein Schisser, ey. Auf zu heulen. Das Geld geht durch die Wand durch. Also durch die... Von dem Safe durch die Wand durch. Sehr realistisch, muss ich sagen. Pass auf, da ist noch einer. Yeah, in die Eier rein, in die Eier rein. Ja, ganz genau. Ausgezeichnet. Ich wusste, du bist der richtige Freund. Ich finde mich bald wieder. Oh, man darf in den Typen die Oberbeine reinschießen. Wer kommt auf die Idee, in einen Briefkasten Combat Rifle Munition zu lagern? Oh mein Gott. Achtung, Bürger von Firestone! Es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Der neue Besucher hat das Problem gelöst. Mann, ich hab echt gedacht, jetzt ist alles aus. Diese verdammten Banditen lassen uns einfach nicht in Ruhe. Ich musste alles verrammeln. Ich lass dich rein. Mach schon. Verdammt. Was hast du mit ihm vor? Versuch's mal mit dem Schalter da draußen. Der Doktor ist da. Der ist doch bestimmt nicht hoch. Ja. Oh, mein Hausarzt, immer gut. Okay. Mit der Knochensäge auch noch, oder was? Oh, die operationliche Kurschluss mit dem. Hat der eine Knochensäge, oder wie nennt man das Zeug? Keine Ahnung, hauptsächlich mit. Ja. Ich heiße Zed. Operieren darf und der will ich mich gerne operieren lassen. Lizenz verloren haben. Der darf nicht mehr operieren, der hat seine Lizenz verloren. An diesem Automat kannst du alles kaufen, was ein Arzt dir auch verschreiben würde.
Bloß ohne die alte Predigtmarke. Die Kammer ist ein Mythos. Die werden sich den Tod holen. Ohne die Predigtmarke. Was hätten wir? Bitte folge mir. Ich öffne das Gate für dich. Folgst du jetzt ihm oder folgt er dir? Er folgt dir, ah. Mach mal schnell, um kurz Zeit. So. Ja, sicher! Ja klar, beweg dich! So ein Schwachsinn. Du warst schon vorher am Gate und hattest den Trigger noch gar nicht ausgelöst, dass der weiterlaufen soll. Du wirst beschossen von hinten oder von vorne, von der Seite. Ja komm, schieß ihn in die Eier weg, schieß ihn in die Eier weg. Wow! Sieht aus, als würdest du Nein Toast schwer auf die Nerven gehen. Keine Sorge, der kriegt, was er verdient. Du hast es geschafft. Ich wusste, du bist der Richtige. Oh, der arme kleine Roboter braucht unsere Hilfe. Würdest du ihm bitte helfen? Oh Mann. Du musst doch die Diagnose stellen. Ah, da hol erst das Reparaturkit, genau. Oh Mann. Der kleine Roboter ist arg ramponiert. So hält er nicht mehr lang durch. Sieh zu, ob du was findest, wo du ihn reparieren kannst. Ah, ah! Er scheint okay zu sein. Es wird Zeit. Du musst deinen Part übernehmen auf der Reise, die vor dir liegt. Ja, das ist schon zu geil. Was sagtest du wegen dem Tor? Also ruhig zu lassen, die können. Zwischen, da ist alle abgeklärt. In der Tat. Pass auf, du bist gleich putt, ne? Das ist leider kein Medikit für dich gedroppt. Nur noch 53%, ey. Die Schleiche kratzt rund. Nicht 53%, 53 Gesundheitspunkte, aber ist auch egal. Ich kratze die Schleiche rund, ey. Ich frage mich, warum die hier Gräber einfach so, keine Ahnung, mitten ins Wohngebiet stellen. Gibt's eine Keuschaufel zum Beispiel? Aber ich se... Ja, wie auch immer. Ich denk mal so, dass hier in Pandora, das ist ja einfach so ein Planet, keine Ahnung, in dem total, glaube ich, die halbe Menschheit ausgerottet wurde durch irgendein Event. Da ist hier voll die Anarchie ausgebrochen und keine Ahnung. Und total der Cyberpunk hier. Oder wie siehst du das? Du siehst es anders klar. Du siehst es auch so? Ja, bist anders klar. Wie siehst du das denn? Besser nicht. Ich glaube, da sind keine mehr. Schade, das geschaufelte Tipp ist gerade Grabräuber, ich will das wollen. Grabräuber!
Ja, wäre bestimmt nicht schlecht gewesen. Ist doch für da, ist doch was für dich. Du bist doch so ein Nekrophiler, gell? Du was? Yeah. Ich tue bloß die Leichen bühnen, dann mach ich auch nicht. Schlimm genug. Ich denke, wir sind hier vorne. Was willst du? Ich habe zwar keinen Abschluss in Medizin, aber mit einer Kugel im Leib ist dir das klar. Du musst erst noch ein Schild kaufen. Den kannst du dir leisten. Den würde ich nehmen, da weil... Bin ich jetzt mal rauf. Danke. Was du, brauchst, du solltest also die Maschine benutzen, um Zeug zu verkaufen. Hoffen, dass du nicht mehr brauchst, dir dafür ein Erste-Hilfe-Kit zulegen. Ach, von dem Blatt mache. Ja, die Leute trauen dir noch nicht. Um die Kammer zu finden, brauchst du die Hilfe der Leute hier. Es nützt dir, wenn du doppelt. Du brauchst die Hilfe der Leute hier. Sonst kommst du gar nicht auf dein Leben klar. Was? Soll ich auch bei dir noch Twitter so den Cut machen? Nö, kannst du noch ein bisschen. Ah, ne, mach lieber auf Stopp.